Hey, mein Name ist Sumit, ich bin Gründer und teile meine Learnings offen im Internet. Nach vielen Stationen von Agentur über Konzern bis Hypergrowth Silicon Valley Startup wollte ich mein Leben anders gestalten. Heute braucht es nicht mehr als Internet, um ein Business-Imperium aufzubauen, das unser Leben komplett verändert. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und loslegen. Darum geht es im Minimal Empires Podcast. Willkommen zur Minimal Empires Folge 49. Heute möchte ich ein bisschen über Märkte reden, beziehungsweise wie groß muss denn mein Markt sein als jemand, der eine Firma starten will, der ein Projekt starten will, ein Business. Wie viel Gedanken muss ich mir darüber machen und was ist denn überhaupt relevant, was brauche ich und welche Gedanken gibt es dazu? Darüber will ich heute sprechen, denn ich hatte jetzt gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen, ein Gespräch mit einem anderen Gründer. Und tatsächlich nochmal woanders mit jemand, der kein Gründer ist und der hatte an sich viele Fragen, was sowas betrifft, weil wir über meine Projekte gesprochen haben. Und da habe ich gedacht, mache ich doch direkt eine Folge dazu, denn das Thema ist sicherlich relevant. Und man sieht es im Bootstrapping bzw. im Indie-Hacking-Bereich immer wieder diese Diskussion. Und mir ist natürlich klar, dass jeder, der gründen möchte und sich da was überlegt, erstmal denkt, okay, was braucht jeder? Also den Markt so groß wie es geht machen. Und da gibt es ein paar Gedanken dazu, die dich vielleicht heute ein bisschen von den Gedanken abbringen oder von der Meinung. Schauen wir mal. Also zuallererst will ich sagen, wenn ich sage TAM, das ist ein Akronym für Total Addressable Market. Ich hoffe, Akronym ist das richtige Wort dafür. Abkürzung. Heißt im Prinzip einfach den adressierbaren Markt. Ja, also wenn du Pampers verkaufst, dann ist der adressierbare Markt alle Eltern, die Kinder haben. Und zwar weltweit. Das heißt, je größer, desto besser in der klassischen Startup-Welt mit Investoren, mit VCs und so weiter. Denn die wollen natürlich, dass du eine Milliardenfirma machst. Und um eine Milliardenfirma aufzubauen, brauchst du natürlich einen sehr großen Markt. Ja, das geht nicht in irgendeinem kleinen Nischending, sondern das muss fett sein und im Idealfall noch viel, viel, viel größer, als du es überhaupt schaffst, denn du wirst natürlich nicht den ganzen Markt beherrschen. Du wirst dann nur 1%, 4% vielleicht schaffen oder sowas. Ich glaube, damit rechnet man grob. Ja? Wenn wir 3% von diesem Markt schaffen, dann haben wir eine 10 Milliarden Firma und so. Und dann, okay, fein, hier ist Kohle, los geht's. So funktioniert es ungefähr. Aber das sind diese Riesenmärkte. Und das Problem an diesen großen Märkten mit großem TAM ist, dass diese Märkte locken natürlich die fetten Player an. Also die Googles, die Amazons, die Microsofts, die ganz großen, ja, oder in Deutschland auch. Je nachdem, wo man drin ist. Da gibt es viel Konkurrenz, da will jeder ran. Dann gibt es wahrscheinlich auch schon viel. Also wenn es nicht ein komplett neuer Markt ist, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, gibt es wahrscheinlich schon einige Player. Da ist die Frage, schafft man überhaupt da einen entsprechenden Mehrwert zu liefern? Und wenn ich den ganzen Markt adressieren will, dann bin ich auch ewig beschäftigt mit dem Produktbauen, denn ich muss ja 1000 Use Cases abdecken, alle, die da drin sind. Ich baue ein Produkt in so einen Riesenmarkt und dann kommen gleich alle möglichen Leute und sagen, okay, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Üblicherweise geht man da mit entsprechend Funding rein, ja, in so einen großen Markt, wenn man direkt alles adressieren will. Und man muss entsprechend auch lange bauen. Also wenn du überlegst, was Microsoft, Google, Amazon und andere große, sagen wir mal über 500 Millionen Euro wert Firmen, also gibt es ja sehr viele, wenn die ein neues Produkt launchen, dann adressieren die direkt alles. Also die bauen das natürlich sehr, sehr umfangreich von Anfang an. Aber das ist ja für uns nichts. Wir sind ja Bootstrapper, Leute, die das Nebenprojekt anfangen, Side-Hustler. Wir sind Indie-Hacker, Gründer, die klein starten wollen. Und da ist es ein bisschen schwerer. Selbst wenn wir Funding haben, also selbst wenn ich oder du Investoren einsammeln, dann haben wir vielleicht was in der ersten Runde, Pre-Seed 100.000, 300.000 vielleicht. Vielleicht kriegen wir auch schon eine Million zusammen. Aber das reicht ja auch nicht, um in so einem absoluten Riesenmarkt direkt mitzumischen. Ja? Mit 1 Million kriegst du 10 Mitarbeiter für ein Jahr. Damit kommt man dann auch nicht weit gegen die Dickschiffe, die Zehntausende Mitarbeiter haben.
Außerdem, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist der Founder Return, also der finanzielle Aspekt, falls man die Firma verkauft. Denk mal so drüber nach. Bei einer 100 Millionen Firma und du verkaufst sie, ja, du hast eine Firma aufgebaut, die 100 Millionen wert ist und verkaufst sie. Üblicherweise hast du bei dieser 100 Millionen Firma, wenn du Venture Capital entsprechend aufgenommen hast, noch ungefähr 10% von der Firma. Vielleicht auch mal 20%, aber der Einfachheit halber für die Rechnung gehen wir jetzt einfach mal aus 10% von einer 100 Millionen Firma. Das heißt, du als Gründer, wenn du sie verkaufst, bekommst du 10 Millionen. Nice. Wenn du aber eine 10 Millionen Firma bootstrappst und 100% dir noch gehört, dann hast du auch einen 10 Millionen Euro Exit, aber mit einer Firma, die 10-mal kleiner war als diese 100 Millionen Firma. Und das ist sehr viel wahrscheinlicher, dass man das schafft. Es ist leichter, es geht schneller, es ist weniger Stress insgesamt, weil man nicht ohne Ende Investoren hat und nicht so viele Mitarbeiter und so weiter. Eine 100 Millionen Firma zu operieren, also im Day-to-Day, das aufzubauen, ist viel, viel, viel schwerer als eine 10 Millionen Firma. Und natürlich gibt es da Ausnahmen und mal das, mal geht das schneller und so weiter. Alles gut, aber ich glaube, generell ist es nicht vermessen zu sagen, wenn eine Firma kleiner ist oder wenn alles kleiner ist, dann ist es erstmal einfacher und weniger Stress und so weiter. Natürlich gibt es da Ausnahmen, dass jemand eine 100 Millionen Firma innerhalb von 2 Jahren hochzieht und jemand anders braucht 10 Jahre, um auf 10 Millionen zu kommen. Fein, alles gut, das gibt es natürlich. Aber zumindest was den Founder Return betrifft, kann man sich da immer überlegen, okay, will ich den Stress dieser Riesenfirma, will ich einen Haufen Investoren, um dahin zu kommen, oder versuche ich eine 10 Millionen Firma zu schaffen und 100% davon zu besitzen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man da beachten muss. Also, wie groß muss denn jetzt eigentlich der Markt sein? Wenn wir jetzt hier Bootstrappen, Side-Hustlen und so weiter, alles, was die Hörer dieses Podcasts so machen. Und da will ich noch kurz sagen, Hörer dieses Podcasts, gibt auch einige Gründer, die hier Kapital aufnehmen. Das ist auch völlig fein. Ich glaube trotzdem, dass die Art, die wir hier besprechen und die ich sehr, ja, ein Champion dafür bin oder nach außen trage, dass die auch für Funded Startups die richtige ist. Nur geht es da meistens ein bisschen schneller, weil man halt schneller einstellen kann und so weiter. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dieses schnelle Validieren, kleinen Markt aussuchen, Nische raussuchen und danach expandieren und so weiter, dass das auch die richtige Art ist oder die bessere Art für ein Funded-Unternehmen, als direkt 100 Leute einstellen und einfach drauf los auf den größten Markt und dann die komplette Kohle verbrannt zu haben, wenn man merkt, keiner will das Ding kaufen. Okay, also wie groß muss der Markt sein? Wie viele Kunden brauche ich? Also wenn ich überlege, wie groß muss der Markt sein, dann ist es gut, wenn man zuerst darüber nachdenkt, okay, wie viele Kunden brauche ich denn, um einen gewissen Milestone zu erreichen? Und als Leute, die bootstrappen oder das als Nebenprojekt starten und so weiter, da sind die Ambitionen üblicherweise noch nicht so hoch. Man will das erstmal zum Laufen kriegen. Man will das erstmal irgendwie zum Fliegen kriegen und selber sich ein Gehalt auszahlen können und so. Das ist ja schon der Traum von vielen, die noch nicht gestartet haben. Und danach kommen dann die größeren Ambitionen, was völlig fein ist. Aber und man hat natürlich so ein bisschen den Traum, dass man es größer machen kann. Aber der erste Milestone ist natürlich erstmal vielleicht das erste Gehalt oder so. Also sagen wir mal 100.000 Euro im Jahr Umsatz oder 500.000 Euro im Jahr Umsatz. Lass es 1 Million Euro im Jahr Umsatz sein. Ja, dass das so der Traum ist, wo man hinkommt oder hinkommen kann. Und das ist ja eigentlich ein extrem kleiner Markt. Also was heißt kleiner Markt? Das ist nicht viel Markt notwendig, um 1 Million Euro im Jahr Umsatz zu machen. Deswegen überlegen wir mal, wie viele Kunden brauche ich für 1 Million Euro Umsatz im Jahr? Das kannst du dir überlegen für dein Projekt und deine Idee. Sagen wir, du bist im B2B-Bereich. Ich mache jetzt mal einfach zwei Beispiele. Du bist im B2B-Bereich, hast eine SaaS-Company, Software-as-a-Service-Company, verkaufst dein Produkt für 100 Euro im Monat oder 1.000 Euro im Jahr. Ja, mit noch einem 20% Discount drauf, 1.000 Euro im Jahr, dann brauchst du 1.000 Kunden. Ist es dir möglich, 1.000 Kunden zu gewinnen? Und wie kannst du den Markt für dich shapen, dass du da 1.000 Kunden easy rauskriegst, aber er ist trotzdem noch möglichst klein? Damit will ich sagen, müssen die 1.000 Kunden weltweit sein oder kann ich auch nur Deutschland machen oder nur DACH oder nur Europa, um da mich mehr zu spezialisieren und die Sprachen und so weiter alles besser abzudecken? Na, also wie klein kann ich den Markt machen, damit ich da noch meine 1.000 Kunden rauskriege? Im Idealfall ist der Markt da nicht 1.000 und ein Kunde, sondern immer noch 10, 100.000 und so weiter. Also, dass du da eine kleine Prozentzahl rauskriegst, aber oder rauspicken musst. Aber 1.000 Kunden hört sich dann erstmal machbar an.
Im B2C-Bereich ähnlich. Ich habe ein Produkt für 10 Euro pro Monat, bin im B2C-Bereich. Wie viele Kunden brauche ich da, um auf 1 Million Euro pro Jahr zu kommen? 8.333 Kunden. Das sind 8.000, sagen wir einfach mal 10.000 Kunden. Ist das machbar? Kann schon machbar sein. Also klar, am Anfang nicht, aber es wirkt für mich zumindest sehr viel greifbarer und machbarer, wenn man das mal anfängt, so runterzubrechen. Und wenn jetzt dein Ziel nicht 1 Million im Jahr ist, sondern 500.000, dann ist die Kundenanzahl plötzlich nur noch die Hälfte. Dann brauchst du 500 Kunden im B2B-Bereich oder eben 4.000 Kunden oder 5.000 Kunden im B2C-Bereich bei 10 Euro pro Monat. Das ist jetzt nicht unlösbar, ja? Überhaupt nicht. Für mich persönlich wirkt es da ein ganzes Stück greifbarer. Deswegen, wie groß ist dein Markt? Da muss man immer ein bisschen Recherche machen. Aber üblicherweise ist der Markt größer als 1 Million Euro pro Jahr. Also ergibt normalerweise viel mehr her. Ich persönlich würde sogar sagen, bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr Umsatz, da funktioniert so gut wie jede Nische. Also da musst du erstmal was finden, das kleiner ist, vor allem im B2B-Bereich. Ich glaube, es ist super schwer, einen zu kleinen Markt zu wählen. Im VC-Bereich auf jeden Fall. Aber du und ich, wenn wir klein anfangen, ich glaube, da ist es sauschwer, einen zu kleinen Markt zu wählen. Falsche Zielgruppe, easy. Das passiert häufig oder das Produkt passt nicht, kein Product Market Fit. Ja, solche Fehler oder solche Probleme hat man ständig. Das ist natürlich mit ein großer Punkt, warum Startups nicht funktionieren. Aber es lag nicht unbedingt daran, dass es zu wenig Potenzial in dem Markt gab oder dass der Markt zu klein war. Also einen zu kleinen Markt zu wählen, ist wirklich schwer. Beispiel für kleine Märkte. Ich habe mal versucht, ein bisschen zu überlegen. Es ist auch überhaupt schwer, einen zu finden. Aber sagen wir mal, Handyhüllen für Foldable Phones. Weil Foldables gibt es nicht viele. Und ich würde behaupten, den Aufwand ist es kaum wert, sozusagen Handyhüllen für Foldables zu machen. Es ist okay als Produktkategorie von was viel Größerem. Wenn du viele Handyhüllen hast für alle Handys, dann hast du natürlich einen viel größeren Markt. Aber jetzt nur Handyhüllen, nur für Foldables. Der Markt ist wahrscheinlich ein Ticken zu klein, um nur das zu machen. Oder irgendwelche Goodies für D&D-Spieler, Pen and Paper, Dungeons and Dragons-Spieler. Da zähle ich mich dazu. Ich glaube, das ist ein Spiel, das zumindest ich kenne super wenig Leute, die das machen. Also die noch wirklich auf Pen and Paper spielen. Und das, glaube ich, ist auch ein sehr kleiner Markt. Immer noch gut genug, dass es da Firmen gibt, die was dafür tun. Also Würfel und Stifte und Figuren und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber es ist nicht unbedingt jetzt ein Riesenmarkt, den man krass adressieren kann. Aber für jemand wie dich und mich, Pen and Paper D&D-Spieler oder Handyhüllen für Foldables, könnte es wert sein, etwas zu machen dafür. Ja? Weil ja, es sind nicht viele, aber es ist ein Markt und vielleicht wächst er sogar und man kann die Leute adressieren. Das ist, also diesen ganz kleinen Markt zu wählen oder die Nische zu wählen, wie gesagt, ich glaube, für dich und mich kannst du nicht zu klein wählen, ob du jetzt Skateboarder in Hamburg nimmst oder sonst irgendwas. Aber das Ding ist, man kann diese Märkte ja noch ein bisschen aufteilen. Man kann die ja kleiner machen. Man kann sich eine kleinere, spitzere Zielgruppe da drin auswählen und sozusagen von einem großen Markt einen kleinen Markt machen. Und auf die Nischen, ich komme da gleich noch auf diese Kombination, aber die Vorteile von diesen Nischenmärkten sind im Vergleich jetzt zu diesem Riesenmarkt von vorhin wenig Konkurrenz. Viel weniger Konkurrenz, weil es sich eben nicht lohnt für die großen Player. Es ist uninteressant für die großen Player da reinzugehen. Beispiel Google Analytics. Google haut das Produkt raus, Google Analytics for free. Die kriegen natürlich einen Haufen Daten davon. Viele benutzen es, funktioniert gut mit deren Ad-Product. Aber jetzt die Nische von GDPR-friendly Open-Source-Alternative, die nichts trackt, aber dafür Geld kostet. Da gibt es einige Firmen und die machen da mehrere 10.000 Euro pro Monat Umsatz, aktuell zumindest, was sehr, sehr nice ist, vielleicht auch schon Hunderttausende Euro Umsatz. Aber Google wird da niemals reingehen. Was interessiert die so einen Wert? Ja? Also selbst wenn das 5 Millionen, wenn jede von diesen Firmen 5 Millionen im Jahr Umsatz macht, ist doch denen egal. Also die haben einen viel größeren Fisch zu fangen. Deswegen ist es sehr uninteressant für diese Riesenplayer da reinzugehen. Man hat eine ganz große Spezialisierung und einen hohen Fokus. Damit kann man wirklich auch für diese Zielgruppe in dieser Nische eine bessere Lösung machen, als das jetzt große machen, die viel mehr Use Cases abdecken müssen. Im Idealfall ist man in der Nische irgendwann auch das Monopol oder die beste Lösung einfach in dieser Nische, was super ist. Und üblicherweise hat man in diesen Nischen jetzt nicht die krassen Funded Startups mit einem Haufen Kohle, die dich sowohl teamgrößenmäßig als auch marketingmäßig einfach durch mehr Kapital übertrumpfen oder
überrennen sozusagen. Aber noch besser als jetzt eben den reinen Nischenmarkt zu wählen, finde ich, wähle einen großen Markt und dann über verschiedene Dimensionen die Nische bilden, damit man danach auch noch expandieren kann. Weil im Idealfall ist dein Produkt erfolgreich, ist dein Unternehmen erfolgreich, in der Nische gut dabei, alle kennen es, dann kann man ja langsam expandieren und diese Nische aufweiten, den Markt vergrößern. Und das Gute daran ist, dass man eben ein gutes Startumfeld hat, um zu starten, aber es kann da auch Funded Player geben. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es die richtige Art, das anzugehen, dass jemand, der Kapital einsammelt und sagt, dieser Riesenmarkt ist das Potenzial, aber wir fangen erstmal in diesem kleinen Markt an. Dann hast du natürlich solche Player auch da, aber das sind üblicherweise Startups. Es ist selten, dass eine Riesenfirma diesen Approach geht und sagt, wir fangen in einem kleinen Segment eines Markts an, in einem Nischenmarkt und expandieren dann von da raus. Die gehen gleich volle Pulle rein. Deswegen hat es trotzdem noch viele Vorteile von diesem Nischenmarkt, nur hast du trotzdem vielleicht Funded Konkurrenz. Aber das ist nicht so mega tragisch, weil der Vorteil des Kapitals in dieser Nische vielleicht nicht ganz so krass zum Tragen kommt. Ja. Marketing wird natürlich auch schwerer in dieser Nische und so weiter. Da muss man gucken. Also bei Parkett zum Beispiel hat das ganz gut funktioniert. Wir haben ja auch in einer krassen Nische gestartet und ohne Funding und haben aber Funded Konkurrenz, aber konnten uns da eigentlich immer ganz gut behaupten. Also ich kenne die Zahlen der Konkurrenz nicht oder der Mitbewerber nicht, aber ich glaube, wir sind on par mit registrierten Usern und wir sind weiter mit, also wir haben mehr monatlich aktive Nutzer und mehr Umsatz. Das glaube ich zumindest. Ich kenne die Zahlen nicht, aber das ist zumindest meine Einschätzung. Genau, deswegen ein paar Beispiele für solche größeren Märkte, die dann runter genischt sind. Das mit den Handyhüllen vorher zum Beispiel. Handyhüllen insgesamt, Riesenmarkt. Aber ich fange jetzt nur mit Foldables an. Ist möglich. Dann kann ich dann alle Leute, die Foldables haben, kennen dann nur die eine Lösung oder nur die zwei Lösungen, weil es da eben nicht viel gibt. Und dann kann ich diese Nische dominieren und dann von da aus vielleicht raus expandieren. Oder alle Leute, die von A nach B wollen. Okay, das ist mein Markt. Ein Riesenmarkt. Also jeder, der irgendeine Art von Commute hat oder ne, irgendwo hin will, von A nach B. Aber ich starte und ich will eine App machen, um denen zu helfen. Dann starte ich doch einfach mal mit Bussen. Nur mit Bussen, nur in Hamburg. Und dann auch noch nur die Commuter, also nur die morgens zur Arbeit fahren und abends von der Arbeit zurück. Weil das sind sozusagen Power-User, die fahren jeden Tag und die wollen das convenient haben und so weiter. Und ich mache irgendeine App für die denen hilft, okay? Das ist meine krasse Nische. Hamburger Commuter mit Bussen. Und dann kann man expandieren in diesen ganzen Dimensionen, die ich genannt habe. Man kann in eine andere Stadt gehen für die gleichen Commuter mit Bussen oder man kann stattdessen in Hamburg bleiben, aber noch die Bahn dazu nehmen und U-Bahn dazu nehmen und Carsharing und Auto. Oder man geht in mehr Städte oder man geht aus den Commutern raus. Ja? Und jeder, der auch sonst so mit dem Bus fährt und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es jetzt mega sinnvoll ist, sondern es soll verdeutlichen, in welchen Dimensionen man halt so einen Markt runterbrechen kann auf eine Nische und da dann angreifen. Das Beispiel, also ich komme ja aus dem Mobility-Bereich, ich glaube, das ist schon nicht so weit weg, wenn man so Service-Aggregator betrachtet, die Mobility. Wo man Mobility-Sachen drüber buchen kann und so weiter, ne? Wo ich mein Busticket ziehen kann und mein Carsharing-Auto mieten kann und so solche Sachen. Oder Google Maps oder whatever. Also, Fazit, meiner Meinung nach, mittleren oder großen Markt wählen, runter Nischen spezialisieren, dass es wirklich klein ist, sodass es unattraktiv wird für die großen Player, aber immer noch groß genug, um auf 500.000, 1 Million Euro Umsatz pro Jahr zu kommen. Und dann nach und nach expandieren, wenn das da erfolgreich ist, wenn man da losgelegt hat, wenn man merkt, man hat Traction und man hat ein gutes Produkt in dieser Nische, dann weitergehen und die nächste Nische machen. Dann noch ein persönliches Beispiel. Ich habe es ja schon ganz oft gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Parkett genauso angefangen. Der Markt kann natürlich alle Leute, die irgendwie investieren auf der Welt. Das ist der größte Markt. Und was haben wir stattdessen genommen? Nur Deutschland, nur Aktien und ETFs. Nur bei Comdirect, also wirklich nur Comdirect-Kunden und nur Euro. Und dann haben wir angefangen zu expandieren. Krypto dazu, Cash dazu, Zinsen, irgendwann werden Immobilien, Briefmarken, bla bla bla, alle Assets kommen.
Wir sind von Deutschland, Österreich, Schweiz supported. Wir haben von Euro jetzt alle Währungen supported und so weiter. So geht es nach und nach weiter. Aber wir haben super, super, super Nische gestartet. Im Prinzip nur kommen Direktkunden, die in Aktien und ETFs investieren. Fertig. Und so kann man nach und nach weitergehen. Das hat für Parkett sehr gut funktioniert. Für Geoman war das auch ganz gut. Da sind wir aber üblicher, also in der Nische geblieben, die Geoman hat. Und von anderen Gründern, wo ich das sehe. Und immer, wenn man seine Nische pickt, ist es auch so. Also ich glaube, das ist universeller Rat von Indie-Hackern und Gründern, die klein anfangen oder bootstrappen, dass man sich eine Nische raussucht und da voll reingeht. Deswegen, ich würde es sehr empfehlen, zumindest darüber nachzudenken und sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, bevor man startet. Wie groß ist der Markt? Wo will ich hin? Wie viele Kunden brauche ich? Und so weiter. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg dabei und wenn ihr gestartet habt oder einen Markt gewählt habt, dann lasst mich wissen. In den YouTube-Kommentaren, Link findet ihr in der Beschreibung, falls ihr das auf Apple oder Spotify hört, in der Minimal Empires Community auf Twitter, überall, wo ihr mich erreicht. Ich bin sehr gespannt und ja, das war's für diese Folge. Falls ihr den Podcast auf kostenlose Weise ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das tun mit einer Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich den YouTube-Kanal subscriben und das Video liken. Das hilft uns, kostet euch nur ein paar Sekunden, hilft dem Podcast sehr. Ich bedanke mich vielmals. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.